Willkommen zu Frequent Traveler TV. Und jetzt fehlt nur noch die LOT und die Eurowings. Aber wir gehen jetzt auf die LOT ein, weil die Eurowings noch fehlt. Das ist das, worum es in dieser Ausgabe geht. Wenn die Eurowings Discover da interessante Ziele bringt, werde ich euch die in einem separaten Video natürlich nicht vorenthalten. Also in dieser Ausgabe geht es um die LOT-Meilenschnäppchen. Lassen wir uns überraschen, aber wie immer an dieser Stelle erst das Intro. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen und vor allem in der heutigen Ausgabe im gepflegten Vielflieger-Monolog, nachdem wir ja heute 4 Ausgaben kurz hintereinander online stellen, geht es um die LOT. Aber ihr kommt nicht drum hinweg. Ich weiß, wenn ihr alle 4 Videos gekauft habt, hätte ich fast gesagt, geschaut habt. Ist wie gekauft, ne? Geschaut habt, dann wisst ihr ja, wie es ist. Einfach wirklich abonnieren, Abonnierbefehl, die Glocke anmachen für den Hoffmeister, der weder links noch rechts ist. Und ganz, ganz wichtig, kommentieren unten und den Beitrag liken. Ja, die LOT ist die flotte Fluggesellschaft aus Polen. Da fehlt jetzt noch das Input, hätte ich fast gesagt. Oh, jetzt ist es wieder als kleines Bild gegangen. Gucken wir, dass wir als großes kriegen. So haben wir es. Da seht ihr mal, ich habe das für euch schon hochgezogen. Da gilt genau dasselbe. Hin- und Rückflug zwischen 1.11. bis zum 31.12. für die Kurzstreckenflüge und für die Langstreckenflüge Toronto übrigens auch 1.11. bis 31.12. Lustig ist auch Tallinn und wenn man sieht, wie schnell das durchgeht, das ist ja spannend. Also, es gibt 42 Ergebnisse ab Polen, da gucken wir doch einfach mal rein. 25.000 Meilen ab Warschau nach Moskau, das wäre dann von einem interessanten Ziel aus, in meinen Augen Tallinn, Vilnius oder aber auch Budapest, Sofia, Skopje in der Business Class, auch 25.000 statt 50.000 mit Dublin, Oslo, Amsterdam. Also ihr seht, das sind alles Ziele, die sehr europäisch sind, aber da kommen auch schon die internationaleren Ziele. 40.000 der Business Class nach Tel Aviv oder aber nach Toronto für 55.000 anstatt 112 JFK auch. Dann lass uns da einfach mal reingehen. Wenn wir das buchen wollen, was dann kommt. Da ist ganz klar nochmal der Buchungszeitraum 1.10. bis 31.10. und 1.11. bis zum 31.12. Das ist etwas anders als bei der Lufthansa. Und da kann man einfach jetzt schauen, ne? Für wen man buchen möchte. Also nur, damit ihr es mal gesehen habt. Dann gehen wir auch wieder direkt zurück, gucken, wie lange er lädt. Jetzt ist er wieder da. Also insofern, Toronto hatten wir ja schon, New York dasselbe. Dann gibt es in der Premium Economy, und das ist eine Besonderheit bei der LOT, die 20.000 anstatt 40.000 kostet. Die haben in der europäischen Kurzstrecke auch eine Premium Economy. Im Prinzip, man sitzt zusammen wie in der Economy Class, kriegt aber im Prinzip das Business Class Essen. Also ein bisschen spannend, ne? Ja, da schauen wir einfach mal weiter. Dann gibt es noch Ziele wie Skopje, Dublin, Oslo, Amsterdam, Düsseldorf, also alles in der Premium Economy oder Economy Class. Für mich das Spannendste als Zielen war wirklich einmal Toronto, was hier auch in der Economy Class angeboten wird, oder aber auch das Ziel New York. Also alle haben irgendwie New York auf der Agenda. Also da können wir einfach mal gespannt sein, weil die USA aufgemacht haben, wie die Leute in die USA reisen werden. Spannend ist hier für die Leute, die in die USA wollen, und das ist auch ganz wichtig, die Flüge haben auch keine Zubringerflüge, ihr könnt das jetzt schon machen. Das heißt also, ihr könntet jetzt zum Beispiel zu Weihnachten noch nach New York fliegen, was ihr mit den Meilenschnäppchen der Lufthansa Group als solches nicht könnt. Wer von euch hat denn schon mal ein Meilenschnäppchen bei der LOT gebucht? Ich bin mit der LOT Business Class mehrfach geflogen. Ich war in Seoul, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit denen. Wo war ich denn mit der LOT noch? In Europäisch bin ich viel geflogen. Ich weiß es nicht mehr, zu viel geflogen. Aber wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte rein. Like den Beitrag, abonniert, weil ihr wisst ja, der Abonnierbefehl. Und dann ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken. Was bleibt mir noch zu sagen? Danke, dass ihr die heutigen 4 Folgen geschaut habt. Die Eurowings werde ich wirklich nachreichen. Und ich werde nachher noch mit dem Hoffmeister hier online gehen, also mit Mario, wie viele von euch das lieber wollen. Dem Mario werde ich dann
ganz klar nochmal die Meilen-Highlights des Monats Oktober euch näher bringen. Das wird so heute Abend kommen. Also insofern heute eine richtige Dosis an Meilen, an Punkten, an Status. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber deshalb ist die heutige Folge auch mit 5 Minuten wesentlich kürzer. Ich höre jetzt auf zu sammeln. Ihr wisst ja, wie es ist. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis dann. Ciao.